Oh, schaffen wir die 300? Nein! Jo Leute, was geht ab? Ich bin wieder euer Fies1. Willkommen zu einem neuen Need for Speed Heat Video. Heute zeige ich euch den Porsche 718 Cayman GTS, Leute. Das hier ist er, Leute. Das Auto ist übel geil, finde ich. Also Geschmackssache natürlich. Also dann, lasst uns nicht lang rumschnacken, sondern direkt losfahren, Leute. Oh, sorry. Zukünftig muss ich beim Rückwärtsfahren halt auch nach hinten gucken. Das wäre halt nicht ganz so eine schlechte Idee. Okay, Leute, jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt fahre unfehlbar oder so. Ich habe jetzt lange kein Video mehr aufgenommen. Leute, wie ihr wisst, ich habe ja nach einem neuen Schneideprogramm gesucht. Habe jetzt Filmora. Und also nicht wundern, wenn ich mich jetzt erst wieder ans Aufnehmen dran gewöhnen muss, Leute. Und deshalb zum Beispiel mal das hier passiert. Ach so, und wenn ihr wollt, dass ich auch mal nachts fahre, dann schreibt mal Hashtag Nike in die Kommentare. Leute. Und ich habe gesehen, das Auto soll über 300 km/h schnell fahren. Also da bei dem Fahrzeug. Wow! Infos habe ich es gesehen. Leute. Vielleicht schaffen wir sogar auch irgendwo die 300 km/h. Was ich jetzt aber nicht glaube. Scheiße. Ich glaube, ich fahre mal schnell in die Werkstatt. Digga, ich muss ein bisschen mehr aufpassen, Leute. So, Kampagnenziele, weg damit. Brauche ich nicht. Ich will einfach nur Autotour machen, so wie in Dimitri Drive halt. Oh, schaffen wir die 300? Nein! Scheiße. Oh, dieser Kuss geht raus, dann ist jetzt nichts, ne? Wir haben fast die 300 km/h geknackt, Leute. Aber nein, mein Controller muss wieder mal eine extrem gute, schnelle, also in Anführungsstrichen schnelle, Reaktionszeit haben. Leute. Also Leute, was ich auch noch sagen wollte, und zwar bin ich am Überlegen, soll ich mir ein Lenkrad für meinen PC kaufen? Wenn ja, dann, also wenn ihr da eins kennt, dann schreibt mir gerne mal bitte auf Instagram oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr mir da empfehlen würdet. Auf Instagram heiße ich Fiester1, da ist alles klein geschrieben, mein Name. Sonst alles genauso wie mein YouTube-Channel-Name. Mal, ich bin auf der Suche nach einem Lenkrad, das auch jetzt möglichst günstig ist, Leute. Und halt mit
manuell Schaltgetriebe. Weil ich kann, Leute, falls ihr es noch nicht wisst, ich kann mit Automatik überhaupt nichts anfangen. Deshalb, wenn ihr mir ein Lenkrad empfehlen könntet, dann möglichst bitte eins mit Schaltgetriebe, Leute. Und fahr aus dem Weg. Sonst wieder fies der 1 und Brandbox der 1. Und ich glaube, das wollt ihr nicht. Boah, gerade noch die Handbremse gedrückt. Wie gesagt, ich muss mich erst nochmal dran gewöhnen ans Aufnehmen jetzt wieder. Digga, ich bin fast gegen das Haus gefahren. Oh Gott. Vielleicht mal runterschalten wäre nicht schlecht. Ihr wisst ja, ich fahre jetzt seit neuem auch im Need for Speed mit Schaltgetriebe, wie im Dimension Drive auch. Hä? Stand da nicht gerade 178 km/h? Oder? Ach, scheiß Haus. Leute. Oh, sorry. Ja. Ich hab gerade versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich gerade lenken, aber hab gerade anstatt zu lenken auf den Knopf für die Map gedrückt. Das ist bei mir auf Back. Oh, ich habe gerade nicht gesehen. Wie gesagt, ich muss mich erst mal dran gewöhnen jetzt. Oh, sogar 3 Sterne habe ich gerade gekriegt, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, einmal bremsen und dann suche ich jetzt schnell einen Parkplatz. Schnell Parkplatz gesucht, Leute. Und dann fahren wir jetzt nach Hause, Leute. Nein, oh scheiße, so. Nun lenk doch. Ich hasse diesen Controller. Ich glaube, ich kaufe mir wirklich ein Lenkrad, Leute. Und für so Spiele wie für Jump'n'Run-Spiele und so und Nintendo Switch und so werde ich mir dann entweder einen Microsoft-Controller holen oder einen PS4-Controller. Au. Guckt, was nämlich wegen diesem Controller hier alles passiert, Leute. Achtung, da vorne sind Bullen, sehe ich gerade. Übrigens, immer wenn das so ein Dreieck ist... Ah, die bewegen sich nicht, das... Die haben ja bestimmt irgendwo geparkt oder so. Ach ja, immer wenn das so ein Dreieck ist, heißt es, dass da Bullen in der Nähe sind. Also da, wo das Dreieck ist, sind die dann auch, Leute. Okay, dann würde ich sagen, das war es dann auch schon für heute, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da auf Ehre. Auf Instagram heiße ich Fiester1. Folgt mir da am besten auch. Also dann, ciao, euer Fiester1.